Hinter den Kulissen im Walder Stadtsaal tanzen sich die jungen Tänzerinnen der Shiva-Tanzformation ein. Um 21 Uhr machen sich die designierte Prinzessin Silke und ihr Prinz André auf den Weg zu ihrem Auftritt. Auch das bühnenerprobte Gefolge hat seinen Spaß und peitscht die Stimmung an. Aber im Saal geht es eher gediegen zu. Beim Auftritt der Blömscher wird stimmungsvoll geschunkelt, der Saal ist gut gefüllt. Um 21.15 Uhr wird das kommende Prinzenpaar von seiner Tanzgarde auf die Bühne gebracht. Des Prinzenpaars Tochter Kira Wilpütz tanzt seit einigen Jahren bei der Tanzformation. Im 22. Jahr des Bestehens war klar, dass Shiva das Prinzenpaar stellt. Kira konnte ihre Eltern für den Job begeistern. OB Tim Kurzbach überreicht die Insignien der Macht und André der Erste übernimmt die Federn, die Amtskette und sein Zepter. Die Klingenstadt hat sein neues Prinzenpaar. Bis Aschermittwoch herrschen nun Prinz André der Erste und seine Prinzessin Silke die Zweite über ihr tolles Volk.